Herzlich willkommen, du Völkerfan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde die Völker eingeschalten hast. Wir haben ja, glaube ich, keine Jägerin, kein Jäger, nichts. Wir müssen, wie gesagt, hier mal ein bisschen... Ja, ich würde sagen, ein bisschen... agieren. Und ich weiß nicht, wir müssen, haben hier die Metall... Logie müssen wir hier ein bisschen hochpushen. Das heißt also, ja. Gebäude wird errichtet. Ausbildung abgeschlossen. Ah, jetzt irgendwie ganz komisch. Okay. Gut, wir... Ja. Eine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Ach, wir müssen wahrscheinlich Metallurgie... ja, wir müssen wahrscheinlich Gebäude hier... Wird errichtet. Gebäude wird errichtet. Ein Gebäude oh nee, was... Oh, Mann. Ey, die nerven so hart. Hier kloppt er mal eine rein. Ausbildung abgeschlossen. Junge, ey. Ausbildung abgeschlossen. Wo ist er da? Ein Gebäude ist kloppt er, jagt die durchs ganze Land. Wir nehmen mal die Kaserne. Ausbildung abgeschlossen. Ein Gebäude ist fertig. Von so ein Transportschiff auf jeden Fall. Ein Gebäude ist fertig. Okay, die Sachikis sind halt echt immer richtig feindselig, ne? Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Immer, den Scheiß hast du immer mit den Jungs, ne? Ich weiß gar nicht, warum die so eigentlich sind. Warum sind die so? Ja, wir haben jetzt eigentlich gar nichts mal so zu tun. Wir müssen jetzt mal Auftrag lesen. Nochmal. Wir haben zwei große Wohnhäuser, eine Botschaft haben wir, ein Tempel und zwei große, okay. Den Tempel können wir denn schon bauen? Nein, das heißt, wir müssen den eher forschen hier, Tempel. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Müssen eh schauen, dass wir irgendwie 300 zusammenkriegen. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Forschung abgeschlossen. Ja gut, so lange warten wir jetzt erstmal. Wir müssen eh noch zwei, drei Gebäude Häuser bauen. Das heißt also, das passt auch. So. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Genau, ihr könnt jetzt hier einsammeln. Perfekt. Ein Gebäude ist fertig. Ja, dass wir ein bisschen Steuern kriegen, ne? Ist ja auch immer ziemlich wichtig. Ja, ich bin im Überlegen, wie wir das am besten noch machen. Ah, die Sachikis haben... Ah, die Pemons haben jetzt endlich eine Botschaft gebaut. Wir sind ja eh im Frieden mit denen. Wir brauchen jetzt eigentlich echt nur Gold. Und wir machen bloß endlich. Okay. Dann auf jeden Fall hier noch einen hinbauen, dass wir die Kohle kriegen. Ja, ich vermute mal, dass wir hier, wenn wir so eine jetzt... ist halt 50. Ja, komm, wir machen sie. Wenn man das mit der Insel angucken kann. Wir müssen 100% mit den Pemons müssen wir Frieden schließen, beziehungsweise Handel betreiben, ne?
Ich glaube eh, dass die Insel hier Schluss ist. Wir haben keine Ressourcen, sonst müssten wir nämlich nicht handeln. Das heißt, wir haben eine echt geile Insel Deine eigentlich. Bevölkerung wünscht sich einen Zeitungsstand. Wir müssen jetzt eh dann auch schauen, dass wir, sobald wir das haben, bauen wir die Bank. Wir brauchen halt richtig viel Geld, ne? Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Wir brauchen halt echt viel Geld. Wir können halt gerade nur Kakao anpflanzen. Was wir auch machen werden, oder? Ah, wir haben erstmal hier. Dir geht das Geld aus. Ja, logisch geht mir das Geld aus. Was soll ich aber tun? Gebäude wird errichtet. Und wir schauen, dass wir gleich hier so eine zusammenkriegen. Danach schicken wir den halt handeln, ne? Was du halt so machst, ne? Handeln, schicken. Ausbildung abgeschlossen. Ja, 10 Essen ist auch immer konstant. Ist ja gut. Botschaft haben wir gebaut. Wir brauchen das große. Ein Gebäude hat seine Wohngebäude. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Aber wir fangen jetzt erstmal dann an mit einer Bank. Oh, 14 im Minus ist doch okay. Dann brauchen wir, glaube ich, 5 Eisen, ne? Was die Bank hat. 5 Eisen oder 6 Eisen? 5 waren es, glaube ich, ne? 5. Oh, ich hoffe nur, hier sind keine Tsatschikis. Oh, wow, wow, Weeber. Mädels hier. Ausbildung abgeschlossen. Alle einmal hier ein bisschen Nahrung sammeln. Die nichts zu tun haben, können hier sammeln. So, von hier nach Piemont City. Los, geh handeln. Und zwar benötigen wir einkaufen. Guck, dass du was Gutes bringst. Okay. Ich hoffe, dass sie Eisen für uns haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das muss so funktionieren. Die haben Eisen, die haben hundertprozentig Eisen. Ja, sage ich doch. Ja, da hat er noch nichts dabei, weil, ja. Wir brauchen ja das Eisen, wie gesagt. Forschung abgeschlossen. Ah, scheiße, ja. So, dann haben wir ja da ein bisschen was. Forschung abgeschlossen. Tempel kannst du noch machen. Können wir eigentlich schon mal die Bank anfangen? Ja, wir brauchen 5 Eisen. Gebäude wird errichtet. Einfach nur, dass wir es besitzen, dass wir es haben, dass wir es machen können. So. Ich hoffe, ihr baut mir 2 oder ich kriege 2 Eisenbrocken. Dir fehlt Eisen. Wenigstens, dass wir 2 Stück oder 3 Stück kriegen. Ah, es wird nicht lang, bis wir unten sind. Vielleicht. Hey, Alter, mach doch das Eisen klar. Warum tust du es nicht? Einkaufen, wir brauchen hier Eisen. Hier, mach was. Mach es. Bring uns kack nochmal Eisen, ey. Sollst du dir nicht irgendwie ein komisches Essen bringen?
Du bringst jetzt mal Eisen mit, Kollege, hast verstanden? Ist ja schön, dass das so läuft. Ey, der Handel ist auch so komisch gemacht. Mal funktioniert's, mal nicht. Dann immer dieses komische Umgeswitche mit dem Holz und so. Ach Gott, ey. Gott, Gott, Gott. Warum ist es so? Warum ist es so? Kann es nicht einmal normal funktionieren? Wir haben jetzt ein bisschen Gold. Maximale Lagermenge. Ist mir scheißegal, da machst du halt volle Bulle. Dir fehlt Eisen. Ja, ich weiß. Und solange wir kein Eisen kriegen, bringt's mir halt auch null was. Jetzt mach Deine doch mal den Lager sind voll. Kackeinkauf fertig. Jetzt bringen einfach mal. Jetzt besorge uns einfach mal Eisen, Mensch. Eigentlich, wir haben jetzt schon so viel Geld, dass wir eigentlich weitermachen können, ne? Besorge uns einfach Eisen, Kollege. Hast verstanden? 5 Eisen. Ist doch eine tolle Sache. Einfach mal Eisen besorgen. Warum, Spiel? Warum tust du das immer? Ich verstehe halt auch das Prinzip nicht hier. So, du gehst hier hin. Wir können auch mal 50 machen von mir aus. Und 50. Ich verstehe es vom Prinzip her nicht, was du denn mir damit mitteilen möchtest. Es ist sowas wie, nimm nur 3 mit. Macht's das dann Forschung besser? abgeschlossen. Wenn wir sagen, nimmst nur 3 mit. So, wir müssen dann nur noch die große Wohnung erforschen und dann haben wir's. Ah, das meine ich halt. Ich bin halt so ungern so abhängig von so anderen Völkern. Weil Dir ich mir immer fehlt denke, Eisen. warum? Es ist halt irgendwie richtig doof immer. Deine Lager sind voll. Ich hab wirklich, ich hab keine Ahnung. Einkaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil ich denke dann halt immer, liegt es am Geld, dass wir nicht so viel Geld gerade haben oder woran liegt das so, dass das Spiel sagt, nö, gerade wie du es machst, gebe ich dir kein Eisen. Vom Gefühl haben die Pimmons ja genügend, oder? Die haben 19 Stück. Die haben 19 Stück und wollen Mindestverkaufswert 25. Mindestlagermenge sind 0.
Jetzt haben sie 20. Dir fehlt Eisen. So, wenn ich jetzt aber sage, Einkaufen von Eisen, machen wir auch mal 0 und ich gebe euch hier 25, dann könnt ihr ja mal gucken. Ich weiß echt nicht, was es soll. Ach, maximal, ja. Ich will mindestens 20, komm. Deine Lager sind voll. Ich brauch das. Warum da, verstehe ich nicht, warum wir nicht ranfahren können und einfach sagen können, hier, meine lieben Pimons, wir benötigen Eisen von euch. Ich mache das aber gleich anders da. Ich baue da jetzt noch so ein. Hau da jetzt so eine Truller hin. Ach komm, leck mir doch die Eier, ey. Und wir haben 20 Stück. Nö, wir machen es jetzt anders, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ist mir jetzt egal. So eine und so eine. Ich könnte mich jetzt mal ey, mit eurer Kacke da. Wünscht sich eine Kriegertafel. Ausbildung abgeschlossen. Vor allem einmal hat es voll gut geklappt und dann wieder überhaupt nicht, ne? Und da denke ich halt auch manchmal, ist das ein Bug vom Spiel? Ausbildung abgeschlossen. Wir probieren es halt jetzt auf den anderen Weg. Wir gehen an die Insel ran. Ausbildung abgeschlossen. Dir fehlt Eisen. Deine Lager sind voll. Ja, Transportschiff. Yes. Fahren jetzt hier einfach ran, das ist mir zu dumm. Das ist halt eine Witznummer ist das. Könnt mich mal, ey. Dein Volk freut sich über eine neue Stadt. Gebäude wird errichtet. Das Problem ist, eine Mine kriegen wir nicht drauf, ne? Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Dir fehlt Eisen. Weil wir haben halt keine Waffen, Mann. Ist hier oben noch irgendwo, wo wir Eisen abbauen könnten? Nope. Ein Gebäude ist fertig. Deine Lager sind voll. Ah, die haben das nicht, oder? Die haben kein... Nee, scheiße, die haben nicht so ein Händler-Ding. Moment, wir müssen mal kurz gucken, ob wir die Metallurgie...
Ob wir da auch was drauf bauen können, ne? Hier könnte vielleicht noch Platz sein, vielleicht. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Keine Ahnung, warum die das so... Warum das immer so doof gemacht ist. Würde das passen? Forschung abgeschlossen. Ist halt auch noch genau... Ey, ihr seid so Schweine, ne? Du hast den Waffenstillstand der Bimons angenommen. Ja. Dir fehlt Eisen. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Gebäude wurde abgerissen. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Wollt ihr mich verarschen? Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. 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 Na komm. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Hey, ich habe nur versucht, Handel mit euch zu treiben, okay? Was ja total in die Hose ging. Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Ja, wir können halt mit denen nicht mehr handeln, ne? Dein Friedensangebot wurde von den Pimons abgelehnt. Oh Mann, 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 Kinders, Kinders, Kinders. Ja, komm, wir laden mal schnell. Wo wir jetzt letztes gespeichert haben, ist ja egal. Eisen. Okay, ja, das war ja da, wo wir angefangen haben, ne? So, dann hau dir, dann mach's doch jetzt einfach mal. Mach es doch einfach mal. Wir haben keinen Tempel und nichts, ne? Tu es, Mann, tu es. Mindestlagerbestand, so verstehe ich, das ist bei 0. Das heißt, Mindestverkaufspreis 25. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage, hier, ich gebe euch 25. Mindestlagerbestand, Moment, bei uns. Ja, wir können es auch hier und Mindestlagerbestand hier. Dann mach halt 6, dann muss doch das passen. Was soll das, Kind? Wir brauchen so viel, weil wir noch einen Kacktempel bauen müssen, ne? Aber komisch, hier den Scheiß kann er transportieren, ne? Das ist halt irgendwie total ätzend. Das geht mir auch richtig auf den Keks. Warum macht er das nicht? Warum in Teufels Namen macht er das nicht? Das ist mir irgendwie zu hoch. Ich habe keine Ahnung, das ist mir echt mega zu hoch. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er das macht. Dir fehlt Eisen. So, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich guck mal irgendwie offscreen, guck, dass ich da irgendwie das zusammenkriege. Dann sehen wir uns wieder, wenn hier die Bank und so gebaut ist. Bis dahin, macht's gut!